Lola Weipert schlägt zum Jahresende ernste Töne an. Die sonst so gut gelaunte und strahlende Moderatorin resümiert auf Instagram das Jahr 2022. Dieses war für Lola beruflich durchaus erfolgreich. So habe sie eine Schmuckkollektion, ein Parfum, Unterwäsche und Snackbites kreiert. Doch das ist lange nicht alles. Ich habe 4 GmbHs gegründet, habe mit meiner Schwester meinen gekauften Bauernhoftraum ein Stückchen näher gebracht, durfte eine eigene Show moderieren, habe viele weitere Shows moderiert, erzählt Lola weiter. Daneben war Lola auch in der Welt unterwegs und bereiste unter anderem Südafrika, Portugal und die Malediven. Doch nicht nur beruflich war das Jahr ein voller Erfolg, auch privat hat sie sich weiterentwickelt, nicht zuletzt dank einer Therapie, wie sie preisgibt. Therapie, Coachings, ein Retreat, Workshops, Zeremonien. Ich lerne mich immer besser kennen, lerne mir zu vertrauen, mich zu lieben und ein gesundes Selbstbewusstsein aufzubauen. Das Kind in mir findet endlich Heimat, so Lola. Noch früher empfand sie Therapie als Schwäche, doch inzwischen geht sie mit dem Thema offener um. Heute sehe ich es als absolute Stärke, mir einzugestehen, dass es Dinge gibt, wofür ich externe Hilfe brauche, weil ich sie eigenständig einfach nicht regeln kann. Kindheit, Glaubenssätze, Verhaltensweisen, Traumata, Trigger. Am Ende ihres emotionalen Statements bedankt sich Lola Weipert bei ihren Fans für die großartige Unterstützung in all der Zeit.